Ja, hallo Leute, hier ist ein relativ ungeplantes Video, aber aus gegebenem Anlass wollte ich das jetzt machen. Und zwar liegt mir das echt auf der Seele, was man da so in bestimmten Foren oder auf Facebook da in bestimmten Gruppen oder Seiten zu lesen kriegt. Das ist dann schon schmerzhaft, relativ schmerzhaft für Leute, die sich wirklich damit auskennen, mit Vitamin D, ja, mit dem biochemischen Prozess und wie das alles funktioniert. Wenn ihr meine Abonnenten seid, dann wisst ihr, ich kenne mich damit sehr gut aus. Ich habe mich selbst therapiert. Ich habe unglaubliche Erfolge damit erzielt mit Vitamin D. Und ich habe ja auch schon unzählige Videos über Vitamin D gedreht. Und deswegen wollte ich hier nochmal aufklären, was mit der Sache mit Vitamin K2 und mit Vitamin D auf sich hat. Ja, muss man Vitamin K2 nehmen, wenn man Vitamin D supplementiert? Ja oder nein? Also, als allererstes Vitamin K2 muss man als ersten Grund schon mal nicht zusätzlich einnehmen. Warum? Weil das, was viele vergessen, Vitamin K2 nimmt man ja mit der Nahrung auf. Ja? Das ist Punkt Nummer 1. Vitamin K2 nimmt man mit der Nahrung auf. Punkt Nummer 2, Vitamin K2 wird im Darm selbst hergestellt. Der Mensch kann Vitamin K2 selbst herstellen, zwar nur zu einem geringen Teil, aber er kann es im Darm trotzdem selbst herstellen. Ja? Der nächste Punkt ist, es gibt Studien, die zeigen, wenn der Vitamin K1-Spiegel steigt, ja, dass man ganz leicht erreichen kann, einfach Grünkohl, irgendwelches chlorophyllhaltiges, grüne Pflanzen zu sich nehmen, ja, wie zum Beispiel Brokkoli auch, ja, kann man den Vitamin K1-Spiegel steigern. Wenn der Vitamin K1-Spiegel steigt, steigt auch der Vitamin K2-Spiegel, weil Vitamin K2 kann, also der Körper kann Vitamin K1 so umbauen, dass daraus Vitamin K2 hergestellt werden kann. Ja, so, das ist der nächste Punkt. Also man nimmt es durch Nahrung auf, es wird selbst produziert und es kann durch Vitamin K1 synthetisiert werden. Ja? So. Und jetzt das Problem ist, wo kommt das her, dass gesagt wird, Vitamin K2 muss eingenommen werden mit Vitamin D. Das kommt daher, weil ein Buch rausgekommen ist, ein ganz berühmtes, ja, da geht es um die Vitamin D-Therapie von Jeff D. Bowles, das Buch. Und da sagt er nämlich, man muss Vitamin K2 unbedingt zur Vitamin D-Therapie dazu nehmen, ja, weil durch die Vitamin D-Einnahme steigt das Kalzium im Blut und dann kann es zur Ablagerung kommen, ja. Und Vitamin K2 hat die Funktion, das Kalzium aus dem Blut zu nehmen und in die Knochen einzubauen. So, Punkt Nummer 1 ist da. Das sagt er einfach so, das sagt er so, weil er weiß, wie Vitamin K2 funktioniert. Vitamin K2 tut ganz genau das, was er gesagt hat, ja. Es baut Kalzium in die Knochen ein. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass das sehr gut für Leute mit Arthrose ist und so weiter, ja, weil die Knochen dann dichter werden und das ist sehr gut für die. Aber wie gesagt, das ist einfach nur eine logische Schlussfolgerung, die er sieht, ja, die er einfach so behauptet. Ja, das Vitamin D, wenn der Vitamin D-Spiegel steigt, kommt Kalzium ins Blut und dann muss das eingelagert werden durch Vitamin K2. Das ist einfach nur eine Annahme, die er trifft. Ja, es gibt keinerlei Belege dafür. Vitamin D führt zu keiner Ausschüttung von Kalzium ins Blut. Ja, nicht in normalen Zuständen. Er benutzt Spiegel von 165 Nanogramm pro Milliliter, also 100 plus aufwärts, ja, da spielt es eine Rolle, weil da kommt es wirklich zur Kalziumausscheidung im Urin, das kann man dann messen. Genau wie zum Beispiel mit Calcitriol, das ist das aktive Hormon, ja, von Vitamin D, das, wenn man das den Menschen gibt, das ist sehr gefährlich, weil das ist schon die umgewandelte Form von Vitamin D, die wirkt so gesagt direkt, ja, da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen. Das ist auch, glaube ich, gar nicht, kann man gar nicht einfach so kaufen. Das kann man nur vom Arzt injiziert kriegen, soweit ich weiß. Und das ist gefährlich, ja. Da konnte man dann wirklich zeigen, weil da springt dann der Vitamin D-Spiegel an, wie bekloppt, ne? Aber wie gesagt, das ist nur eine Einnahme, die er trifft. Er hat 100.000 Einheiten am Tag genommen. 100.000 Einheiten am Tag. Und da hat der Spiegel von 165 erreicht, ja. Da macht es absolut Sinn, aber es macht keinen Sinn, Vitamin K2 zu Vitamin D zu nehmen,
indem man sagt, indem Panik gemacht wird und erzählt wird, ja, wenn du Vitamin D nimmst, kriegst du Kalzium im Blut. Ja, das stimmt schon mal gar nicht, ja. Das passiert nur, wenn man mega hohe Dosen erreicht, die so gut wie keiner benutzt. Es gilt wirklich nur, das Vitamin, die Vitamin K2-Geschichte gilt nur für Leute, die wirklich extrem auffüllen wollen, ja, die extreme Dosen, die aus Holland sich diese 50.000er Kapseln bestellen wollen, Tabletten, ja. Für die gilt das. Und jeden Tag das einnehmen, mehrere Monate, dann fängt an, das Kalzium im Blut zu steigen. Und dann macht es Sinn, Vitamin K2 zu nehmen. Aber es ist auch nicht bewiesen, dass da irgendwie dann, ich weiß nicht, dass das dann einen rettet, ja, so gesagt. Er macht einfach nur den Schluss, okay, bei sehr hohen Dosen kommt Kalzium ins Blut und K2 baut das Kalzium ein, macht Sinn, also verbindet die zwei. Und jetzt ist da so eine Massenpanik entstanden, dass man nur überliest, du musst Vitamin K2 nehmen. Ja, es spielt gar keine Rolle, was für ein Dosis Vitamin D, du musst Vitamin K2 nehmen. Ich habe auch schon Leute gelesen, da wurde gefragt, ja, ich nehme jetzt Vitamin D 1000 Einheiten am Tag im Winter, ja, muss ich was dazu nehmen? Da kommt direkt, ja, du musst Vitamin K2 nehmen, unbedingt ganz wichtig. Wenn man die Leute dann fragt, ja, warum, beleg das mal, ja, wo hast du das her? Ja, vom Hörensagen. Ja, das ist dann das Argument. Ja, oder die kommen mit dieser Geschichte, ja, wird Kalzium, mit dieser Panikmache, ja, wird Kalzium im Blut ausgeschieden und dann muss das eingebaut werden, ansonsten kriegst du da wirklich Probleme und das hört sich auch schlimm an, ja. Man hat Kalzium im Blut, da kommt es zu Ablagerungen und so, ja. Das ist so eine mega Panikmache, ja. Vergesst das, Leute, ja. Da gibt es keinen Hintergrund. Das ist einfach nur eine Annahme, die er trifft und das war's. Und dann sagt er auch, dass das K2 ihm geholfen hat, dass das Vitamin D super wirkt und so weiter. Es gibt kein Vergleich dazu, dass das nicht so gewesen wäre, wenn er das K2 nicht genommen hätte, ja. Das sind einfach nur Annahmen, die er trifft, ja. Das muss man unbedingt wissen. Auch der nächste Punkt ist, was ist, wenn man in Urlaub fährt? Ja, 3 Wochen Karibik. Kommst du dann, da bildest du 20.000 Einheiten am Tag. Ja, 20.000 ist der maximale Spiegel, wo der Körper im Gleichgewicht ist. Das bildet er, mehr bildet er nicht als 20.000. Wie schützt er sich davor? Die Haut wird dunkel. Ne? Dann bildet man weniger Vitamin D. So, was ist dann, jeder Mensch, der dann aus dem Sommerurlaub kommt, mega gebräunt und so, hat dann Ablagerungen im Körper, Kalziumablagerungen oder was? Wenn er 20.000 Einheiten am Tag da kriegt? Nein, hat er nicht. Das ist auch vollkommener Schwachsinn. Ja, auch noch so eine lustige Geschichte, finde ich, an die der Mensch einfach nicht denkt. Der nächste Punkt ist auch, ich habe mich früher mit Vitamin D-Wissenschaftlern unterhalten im Forum. Ja, wir haben uns da ausgetauscht. Und hier auf YouTube gibt es auch unzählige Leute, die Vitamin D eingenommen haben. Und so, und noch nie ist da das Wort Vitamin K2 gefallen, ja, noch nie, auch die Wissenschaftler haben mir nie irgendwas über K2 erzählt, ja, das ist überhaupt gar kein Thema gewesen, weil es auch gar keine Rolle spielt, ja. Wie gesagt, das muss man wissen und ich werde hier noch einen Link drunter packen, ja, ganz wichtig, ihr kennt vielleicht den deutschen Vitamin D-Papst, ja, der Raimund von Helden, ja, kennt ihr ganz bestimmt, ein sehr berühmter Mann, der hat auch ein eigenes Buch rausgebracht, ja. Da packe ich euch den Artikel zu Vitamin K2 auch nochmal rein. Da geht er auch nochmal aufs Thema ein. Da sagt er auch das Gleiche, wie ich gesagt habe, ja, dass das einfach noch völlig überzogen ist, dass das einfach eine Annahme ist, die er trifft und das war's, ja. Das Problem, das ich damit habe, ja, also ich will euch nicht damit sagen, dass Vitamin K2 eine schlechte Sache ist, ja. Vitamin K2 ist eine sehr gute Sache, ja. Das ist ein sehr gutes Supplement. Und das hat viele positive Einwirkungen auf die Gesundheit, Auswirkungen auf die Gesundheit, aber darum geht es nicht. Es geht darum, muss ich K2 nehmen, wenn ich Vitamin D nehme? Die Antwort ist nein, ja, die ist ganz klar nein. Müsst ihr nicht. Ja, es gibt keinerlei Anzeichen von irgendeiner Kalziumausgabe bei zu hohen Vitamin D-Spiegeln oder bei normalen Vitamin D-Spiegeln, ja, wenn ich Vitamin D nehme. Dann wird Kalzium abgelagert. So also ein Quatsch, ne? Das ist völliger Quatsch. Jeder Mensch hat Kalzium im Blut, was auch hingehört, ja. Was da seine Sachen erfüllt, die es erfüllen muss. Deswegen lasst euch da nichts erzählen, Leute. Das ist einfach nur Halbwissen. Das ist einfach nur, fragt immer nach dem biologischen Hintergrund dahinter
oder nach wissenschaftlichen Thesen dahinter und so weiter. Da wird euch keiner irgendwas sagen können. Wird es einfach nur hören sagen. Ja, vergesst diese Vitamin K2-Panikmache. Das hält Leute davon ab, dass sie Vitamin D nehmen. Ja, und das ist das Allerschlimmste an der ganzen Sache. Deswegen habe ich auch dieses Video gemacht, weil mich das echt aufregt, wenn ich sowas lese. Du musst Vitamin K2 nehmen, egal was für Dosen du nimmst. Ja, das ist, könnt ihr absolut vergessen. Das ist genau die gleiche Geschichte wie, es gibt das gleiche Vitamin D mit Magnesium, da gibt es genau die gleiche Panikmache oder Vitamin D Calcium, genau die gleiche, was auch völliger Humbug ist, ganz genau wie das OPC mit Vitamin C muss man gemeinsam einnehmen. Ja, vergesst diesen Quatsch. Zu OPC mit Vitamin C werde ich auch nochmal ein Video machen, wo ich auch darauf eingehe, dass das absoluter Quatsch ist, weil die Menschen denken, wenn du kein Vitamin C zu dir nimmst, dann wirkt das, wenn du kein Vitamin C zu dir nimmst, dann wirkt das OPC schwächer oder sowas. Ja, das ist absoluter Quatsch. So, und das wollte ich euch nochmal sagen, ja, ganz wichtig. Es gibt kein Calcium-Ablagerung in euren Gefäßen, wenn ihr Vitamin D nehmt, ja. Lasst euch so einen Mist nicht erzählen. Unbedingt den Link auschecken, ja, von Raimund von Helden. Hier unten verlinke ich den, ja. Ansonsten, Leute, viel zu lang geworden das Video, aber ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.